Heute geht es um Fensterbänke aus Massivholz. Wie sie hergestellt werden und vor allem auch montiert, zeige ich dir in diesem Video. Hi, ich bin's Marco von Holzliebling. Ja, und wir hatten ja letzte Woche schon ein kurzes Update zur Baustelle, zu unserer Werkstatt. Und da fehlt eine Sache noch, und zwar unsere Fensterbänke. Und da habe ich jetzt heute eines gebaut. Warum? Weil es vor allem auch ein ganz neues Produkt bei uns wird. Wir werden nämlich immer wieder angefragt, Mensch, ich hätte gerne Fensterbänke, ich habe ja Wandregale, und denke ich mir immer, ja, klar, ist eigentlich fast dasselbe, selbe Material, fast dasselbe Prozedere, und deswegen warum nicht auch als Fensterbänke aktiv anbieten, ne? Und das werden wir damit tun. Und alle Fensterbänke, sowohl bei uns im Privat als auch in der ganzen Gewerbeeinheit, also in der Schreinerei, oben in den Büros, auch hier haben wir die ganzen Fensterbänke selber gemacht. Wir können auch mal ganz kurz dann hochgehen ins Büro. Da habe ich es die ganze Zeit vergessen. Markus, wir haben ja oben ganz viele. Wir brauchen nochmal andere Fensterbänke zum Zeigen. Ja, ja, wir haben ja oben ganz viele. Zeigen wir euch auch. Denn hier liegt jetzt eins, und das haben wir heute gefertigt. Und das ist ein recht schmales zugegebenermaßen. Wir haben aber auch recht teilweise breite mit 25 oder 30 cm gefertigt. Und ja, hier haben wir jetzt ein schmales. Da zeige ich dir jetzt mal, wie wir die hergestellt haben, und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir sie montieren. So, und starten tun wir mit der Holzauswahl, denn für unser Fensterbrett brauchen wir ein 2,80 Meter langes, aber nur ein sehr, ja nicht so tief, also ein sehr schmales, insgesamt 8,2 cm. Und da haben wir jetzt hier einige Reststücke, die wir normalerweise nicht für unsere Tischplatten, Regale oder was auch immer verwenden können, und da habe ich ein paar dünnere jetzt lagernd, und da haben wir jetzt ein passendes rausgesucht. Und aus dem werden wir unser 3 Meter langes Fensterbrett aus einem einzigen Stück fertigen. Das ist das Besondere bei uns. Wir fertigen auch unsere Fensterbretter aus einem Stück. Es sei denn, sie sind länger als oder tiefer als 30 cm, dann würden wir sie auch verleimen. Einfach weil wir dann den Verzug nicht so stark haben. Aber alles, was unter 30 cm ist, fertigen wir auch aus einem einzigen Stück. Und dadurch erhalten die Natürlichkeit. So, wir brauchen also 2,80 Meter, deswegen, wenn wir das allererste Mal, weil die wahrscheinlich 3,50 Meter oder sowas ist, gehen wir einmal an die Pendelsäge und sägen die auf Maß zu, zumindest in der Länge, um dann an der Formatkreissäge besser handeln zu können. Deswegen die packen wir und gehen einmal auf die Pendelsäge. So, und damit geht's auf die Formatkreissäge. Das Interessante ist, unser Formatkreissägentisch, der ist nur 2,40 Meter, und bei der größeren, da wird gerade Spanplatten zugeschnitten, da können wir jetzt ja gerade nicht drauf. Das heißt, wir werden ein bisschen tricksen müssen, damit wir trotzdem auf 2,80 Meter Länge kommen. Ja, aber drücken wir hin. So, und für die Handwerker unter euch, wir hatten schon mal angekündigt, dass wir ja die Sägeblätter mit ins Sortiment aufnehmen. Nun ist es so, die Sägeblätter sind online. Wenn jetzt irgendwelche fehlen sollten für deine Maschine, dann frag uns halt nochmal, irgendwie ruf uns an, schreib eine Mail. Aber wir haben eine ganze Menge, haben wir jetzt gerade schon online. Ja, schreib's in die Kommentare rein, ist auch nochmal kein Problem. So, und genau, weil wir jetzt einen groben Zustand haben, nehmen wir natürlich ein grobes Längsschneidesägeblatt mit wenig Zähnen, großen Hohlräumen dazwischen, und das Feine, das nehmen wir jetzt erstmal raus. Genau, und für alle, die nicht haben, Handwerker, Heimwerker, was auch immer, ignoriert, was ich gesagt habe. Wir schneiden jetzt schön zu. Ein bisschen festhalten. Könnte knapp werden, ne? Dann krumm. So, gar nicht so einfach. Hier war ich krummer, als es zuerst ausgesehen hat, aber passt, das Ergebnis ist gut. So, und damit gehen wir jetzt auf die Abrichtbank, denn ein krummes Brett muss gerade werden, und danach wird es einfach auf die Grube.
die Vorderkante einmal brechen. Und zwar machen wir eine Phase, sowohl oben als auch unten. Nämlich einen kleinen Vorsprung. So. Wir haben einen kleinen Vorsprung zur Wand. Ungefähr 5 mm. Und deswegen machen wir auch unten eine Phase. Folgt mir! Jetzt haben wir einmal überall die Phase und einmal die Kante geschliffen. Jetzt werden wir aber auch auf jeden Fall nochmal die Oberkante schleifen. Und auch die Vorderkante, die hat natürlich durch jetzt den Kantenbearbeitungsautomaten natürlich das Band manchmal ein bisschen zu viel Material oder ist vielleicht auch schon leicht verschlissen. Deswegen haben wir hier diese verbrannten Stellen, die werden wir natürlich jetzt auch nochmal rausschleifen. So, wenn du jetzt nicht so einen Kantenbearbeitungsautomaten zu Hause hast, dann kannst du auch hier so eine Fräse natürlich nehmen, eine Kantenfräse. Da haben wir einen recht coolen Fräser drauf. Ja, der ist eigentlich bei all unseren Kantenfräsen drauf. Da verlinke ich dir einmal das Video da oben. Da haben wir ein ganzes Video um diesen Fräser gemacht. Ja, ziemlich cooles Teil. Und da kannst du eigentlich genau das gleiche machen. Und kannst die Kante fräsen. Was jetzt hier unser Automat nicht könnte, wäre diese kleine hier. Wieder. Die müsste ich jetzt auch eigentlich fräsen. Aber in der Tat weiß ich noch nicht 100% die Breite. Das heißt, wir werden erst ein gutes Stück damit auf die Baustelle nehmen, werden dann mit der Kapsel nochmal final abschneiden. Dann nehmen wir noch eine Kantenfräse mit und machen das final direkt vor Ort. Mein Fehler, ich habe gestern einfach nicht ganz genau gewusst. Genau, deswegen machen wir das jetzt nicht, sondern machen wir erst später dann auf der Baustelle. Aber das ist eine Sache von 10 Sekunden und dann ist das Ding auch gut. Was wir jetzt machen, ist, dass wir mit unseren Schleifscheiben 120er Körnung einmal schleifen. Wir sind vom dicken Hobel jetzt zum Schleifen gegangen. 120er Körnung. Und danach bürsten wir das Ganze noch. Das sage ich euch dann später. Jo, weil ich jetzt weiß, was Ober- und Unterseite ist, mache ich nur die Oberseite wirklich ein hohes Finish. Die Unterseite bleibt bei mir jetzt gerade auf dicken Hobel Niveau, was total in Ordnung ist. Für all diejenigen, die sich das bei uns kaufen, da sind beide Seiten gleich top, weil du kannst im Prinzip das Ganze auch brechen. Du darfst entscheiden, welche Seite oben ist. Genau, so, ich habe gerade gesagt, bürsten. Auch das wird eine Option sein. Entweder hast du eine glatte Oberfläche oder eine gebürstete Oberfläche, weil ich selber immer gebürstete Oberfläche mag, weil die Struktur mehr rauskommt und du die Weichteile vom Holz rausarbeitest, kommt die richtige Maße und nochmal schön zur Geltung. Das wird eine Option sein, dass es ein maximaler Aufwand ist. Das ist maximaler Aufwand. Mehr Aufwand, als wenn du nur bürsten nur schleifen würdest. Du hast einen Prozessschritt mehr. Und für all diejenigen, die sagen, nee, sie wollen aber die Optik, da lohnt es sich auf jeden Fall. Deswegen, ich hole jetzt mal schnell unsere Bürste und danach werdet ihr vielleicht in Detailaufnahmen sehen, was ich damit mache. Was ihr hier seht, sind übrigens Lärchen-Stirnholzbretter. Gibt es auch ein Video dazu. So. Sind auch geil, ja. Sind auch geil. So, also wir bürsten jetzt. Und wenn man jetzt ganz genau hinschaut, ich weiß nicht, ob man das jetzt kriegt irgendwie, aber du hast jetzt hier eine komplett geschlossene, wenig offenporige Oberfläche, weil da auch Holzfasern tatsächlich mal runtergeschliffen worden sind und so. Also das ist einfach eine glatte Oberfläche, ja, ist auch geil. Aber wenn man das bürst, ne, vielleicht sehen wir dann gleich einen Unterschied. Kann man das einfangen? Wie sieht man den Unterschied? Man kann es erahnen. Ja? Ich glaube, man kann es erahnen, aber so richtig sieht man es erst nach dem Öl. Hier ist ein Bruch. Also, genau. Man hat hier jetzt sozusagen, ich will nicht sagen Riefen, aber man hat die Weichteile rausgearbeitet und man hat eine richtige Struktur. Ja, und hier eben nicht.
Dadurch wirkt das Holz nochmal kräftiger, lebendiger. Ja, man erkennt's. So, schön, super. So, und damit dürfen wir auch schon ölen, denn wir haben die Oberfläche fertig. Wir brauchen nicht messern, nicht nochmal schleifen. Wir haben ja grob geschliffen mit 120er Körnung. Wir haben einmal komplett alle Weichteile weggebürstet. Würden wir jetzt das Ganze nicht gebürsten oder würden wir das Ganze nicht bürsten, dann würden wir nochmal hochschleifen bis auf 180, würden dann ölen und dann nochmal schleifen. Aber wir haben es gebürstet und das reicht sozusagen aus, weil die Oberfläche brauche ich nicht mehr bearbeiten. Dann. Genau, und damit nehmen wir jetzt den Schwamm. Jetzt müssen wir einmal drüber gehen. Und jetzt feuert natürlich die Eiche komplett auf. Also den typischen Eichencharakter. Ich muss dazu sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr dünnes Brett. Wir werden dann auch einige Fotos drin haben im Shop. Wenn wir auch dickere oder tiefere haben. Hier jetzt im Video sind es sehr dünnes, aber ja, auch das gehört immer. Ja, und die Unterseite machen wir auch nochmal mit Öl, auch wenn man sie nie sehen wird. Einfach auch was mit Feuchtigkeitshaushalt zu tun. Dass alle Seiten drin, ringsherum. Das Ganze lassen wir jetzt hier einmal trocknen und dann sehen wir uns dann gleich beim Einbau. So, jetzt sind wir schon bei der Montage und die Montage, die ist natürlich von Wandtyp zu Wandtyp unterschiedlich. Wir haben jetzt hier eine Trockenbauwand, weil wir alles aus Holz gebaut haben und wir haben jetzt einmal diese Rehgips. Kante haben wir einmal gemessen, ob die auch in der Waage ist. Ist sie, das ist das Gute, weil jetzt können wir einfach das Ganze so weit unterbauen, weil du hast hier einen Luftraum und diesen Luftraum, den kannst du jetzt so weit unterbauen mit irgendwelchen Holzplättchen, dass du auf einer Ebene mit dieser Rehgipswand bist. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass diese, also das Schöne, wenn der Trockenbauer richtig gearbeitet hat, dann ist die richtig kerzengerade, hat keinen Versatz. Da hinten haben wir zum Beispiel einen Versatz, haben wir schon gesehen, da müssen wir nacharbeiten, wenn die kerzengerade ist. Dann versuchen wir es hier, was in diesem Hohlraum, etwas einfach unterzubauen mit so kleinen Plättchen. Da haben wir dann verschiedene Dimensionen und das tun wir dann mit Bauschaum einfach ausschäumen. Und ich habe ja jetzt 4 verschiedene kleine Türmchen, die ich da mache. Dann liegt das Brett da schön auf. Also es liegt am Ende des Tages auf diesen Türmchen auf und auf dieser Rehgips. Rehgipswand davor. So, mit der Kappsäge haben wir das Ganze natürlich nochmal auf Maß zugeschnitten. Wie gesagt, wenn es bestellt wird von euch, dann gebt ihr uns ja euer finales Maß. Ihr könnt aber auch Übermaß bestellen, würde genauso gehen und dann es vor Ort machen. Ich habe es in dem Fall jetzt auf Übermaß in der Schreinerei gemacht und weil ich wusste, dass ich in der Baustelle noch eine Kappsäge habe, habe ich das sozusagen vor Ort gemacht, weil du immer mal wieder vielleicht da nochmal einen Millimeter abnehmen musst. Und deswegen, auch wenn ihr vielleicht gerade in der Renovierungsphase seid, also diejenigen, die sagen, Mensch, interessiert mich, und ihr habt irgendwo eine Kappsäge oder die Handwerker vor Ort haben eine Kappsäge, bestell lieber Übermaß. Versuch es nicht ganz genau auszurechnen, sondern bestell Übermaß und lieber 1 Zentimeter nochmal weg machen vor Ort. Das haben wir gemacht. Wir haben jetzt auch nochmal Probe liegen sozusagen. Also unser Fensterbrett liegt und das passt soweit. Genau, wir werden jetzt aber trotzdem noch einmal schnell schauen, ob das mit der Wasserwaage auch klappt. Deswegen, wir holen jetzt noch mal kurz eine Wasserwaage, weil auch, sag ich mal, das hier, das passt, aber ob es vielleicht abschüssig ist, das kriegen wir jetzt nur mit der Wasserwaage raus. So, wir haben den Bauschaum jetzt halt schon. In der Waage liegt auch alles, haben wir alles gemessen, es passt alles und es liegt jetzt trocken drauf und wir werden jetzt halt den Bauschaum dort reinsprühen. Wir werden nicht komplett alles dann mit Bauschaum voll machen müssen, sondern halt punktuell, da wo auch die kleinen Klötzchen sind. Und ich weiß nicht, ob es jetzt eine reicht, die ist mir schon angebrochen, oder ob wir noch dann schnell eine zweite machen müssen. Aber wir legen es einfach mal los. So, ein Häufchen ist umgefallen. Und der Bauschaum, der trocknet zwar, glaube ich, so in der, also der, richtig hart ist er, glaube ich, erst nach 6-7 Stunden. Man müsste mal drauf schauen, das ist wahrscheinlich auch von Bauschaum zu Bauschaum unterschiedlich. Deswegen werden wir ihn aber auch beschweren, dass er sozusagen nicht hochkommt und das Ganze
die ganze Bank nach oben drückt. So. Wir haben uns jetzt von unserem Haus-Leim-Lieferanten von Sudal, haben wir uns jetzt einen Bauschaum gekauft. Den haben wir auch gekauft, haben wir nicht umsonst. Jetzt. Jo, das langt eigentlich schon. Der geht jetzt auf wie Hölle. Ja. So, und hier haben wir jetzt. Hier haben wir jetzt das Fenster. Das können wir wunderbar nutzen, um da etwas reinzuklemmen. Okay. Und da haben wir nichts zu klemmen. Da werden wir jetzt einfach was draufstellen. Gut. Das sieht gut aus. So. Das Ganze trocknet jetzt, hat man mindestens bis morgen, solange brauchen wir die Sachen nicht ausspannen. Dann ist das bombenhart, bombenfest. Und jetzt hätte ich gesagt, jetzt habt ihr die Montage gesehen, aber lasst uns nochmal weitere Fensterbänke anschauen, deswegen lasst uns mal hochgehen ins Büro. So, jetzt stehen wir in eines unserer Büros und da haben wir auch zwei Fensterbänke verbaut. Das ist im Übrigen der Bürotisch von der Marion. Der eine oder andere hat vielleicht mal mit ihr telefoniert oder geschrieben. Die Marion ist eine Kundenservice-Fee und die hat sich den Ahorn sofort unter den Nagel gerissen. Ja, sitzt hier. Genau, und da haben wir auch zwei schöne, wunderbare Fensterbänke. Die sind jetzt ein bisschen tiefer, glaube ich bis zu 20 cm tief. Und ja, schon schön. Macht schon was her. Ja. Ja. Genau, und ja, die Fensterbänke wird es aber in ganz, ganz vielen verschiedenen Varianten geben. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die 2,5 cm. Die soll es aber natürlich auch in 4 cm geben. Also wenn du es ein bisschen wuchtiger haben willst, wo du sagst, ich möchte einfach Material stehen haben, kannst du es in 4 cm haben oder in 2,5 cm. Dann gibt es die Möglichkeit, dass wir es einmal bürsten oder eben schleifen. Bürsten hast du Struktur und geschliffen hast du eher eine weiche Oberfläche. Wir haben jetzt hier eine geschliffene Oberfläche. Unten in der Werkstatt werden wir eine gebürstete haben. Einfach so, ja. Gibt keinen Hintergrund, sondern einfach nur so. Und es gibt auch die Möglichkeit mit Baumkante oder ohne Baumkante. Wir haben jetzt hier überall eine gerade Kante. Viele wollen aber gerade diesen Baumkantenstil haben, wie ähnlich bei unserem Wandregal. Und auch den wird es bei den Fensterbänken geben. Also es soll für jeden was dabei sein. Und das Ganze gemünzt auf einen Konfigurator, wo du wirklich millimetergenau das Ganze bestellen kannst. Also ziemlich cool, ja, ziemlich cool. Und wir sind unsere eigenen Kunden und waren auch unsere eigenen Piloten sozusagen oder Testmaskottchen, haben glaube ich in den letzten Wochen gut 20 Fensterbänke montiert, funktioniert, sieht gut aus, einwandfrei, jetzt können wir sie auch unseren Kunden anbieten. Genau. Deswegen schön, dass du dabei gewesen bist. Wenn dir das jetzt gefallen hat, dann abonniert den Kanal, drück die Glocke, dann bleibst du bei uns immer auf dem Laufenden, ansonsten ja. Schön, dass du da gewesen bist. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.